Herzlich willkommen bei MeinAthletSplitz. Ich bin heute zu Gast in Berlin bei der 400-Meter-Sprinterin Alisa Schmidt und sie hat heute Tempoläufe auf dem Plan stehen. Mal sehen, wie lange ich mithalten kann. Ja, das letzte Mal, als ich hier war, war ich noch auf Krücken unterwegs. Heute versuche ich mal bei dir mitzutrainieren. Was steht denn heute auf dem Plan? Heute stehen Sprints auf dem Programm. Wir machen 3x200 und 3x100 Meter. Okay, mit wahrscheinlich dann etwas längeren Pausen. Genau, relativ lange Pausen, dafür relativ schnell aber auch. Okay. Du ziehst die Spikes an? Ja, mit Spikes. Okay, dann mal schauen, wie weit ich komme. Ich habe vorhin schon Lukas Jakubczyk getroffen. Der hat mich auch gefragt, ob ich sicher bin oder ob ich weiß, worauf ich mich da eingelassen habe. Ich bin mal gespannt, aber ich freue mich. Ich mich auch. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Ja, wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen warm gedehnt. Wir haben uns nicht eingelaufen. Ja. Kommt mir sehr entgegen, glaube ich. Aber was machst du jetzt noch, um ein bisschen warm zu werden für Übungen? Wahrscheinlich irgendwie Skippings, sowas in die Richtung? Genau, ich mache jetzt gleich noch ein bisschen aktive Dehnung und dann auf jeden Fall Koordination oder Hürdenkoordination, eins von beiden, je nachdem, was gleich draufsteht. Aber das ist für mich so das Wichtigste, um dann wirklich gut warm zu werden. Gerade auch bei Sprints muss ich schon schauen, dass man gut aufgewärmt ist. Und dann erst die normale Koordination und dann gehst du vielleicht nochmal an die Hürden? Nee, eins von beiden. Also entweder nur Hürdenkoordination oder die normale Koordination. Kommt drauf an. Dann würde ich sagen, legen wir los. Yes. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war ja in Dortmund, als du die 400 Meter gegen Mats Hummels gelaufen bist. Ich muss sagen, ich fand es damals mega spannend, euch da gegeneinander sprinten zu sehen. Und vor allen Dingen auch Mats Hummels, jemand, der Fußball-Weltmeister ist, in der Champions League vor Millionen von Fernsehzuschauern spielt, also schon mit Druck eigentlich umgehen kann. Wie nervös er wurde, als du das erste Mal einen schnellen Ablauf in die Kurve gemacht hast, das war schon beeindruckend. Also, und dann natürlich auch das Rennen, das war schon eine coole Sache. Und mittlerweile, das Video hat, glaube ich, 4 Millionen Views. 4 Millionen Aufrufe, glaube ich, also Wahnsinn. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Ja. Ich fand es auch krass, wie es jetzt auch in den letzten Monaten immer mal wieder einfach nochmal, nicht viral, aber doch nochmal viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Hat mich auch gefreut, dass es gut ankam und zwar ja für uns beide quasi so das erste Video. Du hast das erste Mal gefilmt, ich habe das erste Mal auch so richtig vor der Kamera bei YouTube gestanden und deswegen war das mega aufregend. War schon ein cooler Tag. Auch ich habe in einem Jahresrückblick für 2020 tatsächlich auch gesagt, dass das eines meiner sportlichen Highlights war. Gefreut, einfach. Weil, ich meine, zwei Leute gehen über die 400 Meter an den Start, auch jetzt ohne Zeit. Wir haben das ja nicht gestoppt, sondern einfach nur, wer ist über die Viertelmeile die Schnellere oder der Schnellere. Und das war eine unglaublich spannende Situation. Auch nachdem wir das gedreht haben, es hat ja noch eine Weile gedauert, bis wir es veröffentlicht haben, habe ich schon den einen oder die andere gefragt, was denkst du, wie geht das Rennen aus? Und die Meinung ging so weit auseinander von, Mats Hummels, muss das Ding gewinnen, bis hin, Alisa lässt ihm keine Chance. Also, und auch von wirklich sportlich erfahrenen Leuten kamen richtig Diskussionen auf, also war ein super Highlight. Ich wusste vorher auch gar nicht, wer das Rennen machen wird, weil es natürlich auch ein Profiathlet, der mehrmals die Woche oder mehrmals am Tag teilweise sogar trainiert und 90 Minuten am Ende auch auf dem Spielfeld stehen muss. Ne? Deswegen ist er natürlich auch von seiner Ausdauer wahrscheinlich sehr, sehr stark, aber die müssen ja auch trotzdem sprinten können. Von dem her war ich mir auch gar nicht sicher, wie es ausgeht. War dann einfach mega froh, dass ich doch als Erste ins Ziel gekommen bin. Vor allem, ich weiß noch, auf den letzten 100 Metern dachte ich die ganze Zeit, er kommt gleich. Ich habe die ganze Zeit seine Schritte gehört und dachte mir, scheiße, er kommt. Aber ich habe es doch noch geschafft und war auf jeden Fall echt eine coole Erfahrung. Und er hat auch seinen Wetteinsatz, glaube ich, eingelöst, oder? Ja, sogar das Bild gepostet. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er es macht. Also rundum eine coole Sache. Fand ich auch. Neben dem Leistungssport bist du ja auch sehr aktiv in den sozialen Medien
und hast da auch eine große Präsenz. Wie kriegst du das denn eigentlich alles unter einen Hut? Weil 400 Meter Training, das sind ja nicht nur zweimal die Woche kurz auf den Platz gehen und dann ist man fit, sondern das sind ja auch mal mindestens 20 Stunden die Woche, ja, die man da macht und alles nebenbei. Wie handelst du das? Ja, ist tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig. Gerade im Winter, wenn das Training sehr intensiv ist, dann und dann kommt das Studium auch noch dazu, es ist manchmal gar nicht so einfach. Von dem her habe ich jetzt auch nicht so eine große Präsenz wie andere, die jetzt wirklich täglich posten oder täglich aktiv sind, weil ich das leider einfach gar nicht schaffe. Aber ich versuche so ein bisschen einfach mein Training zu begleiten, meinen Alltag zu zeigen, wie mein Alltag als Athletin so aussieht. Und das ist eigentlich auch immer ganz, ganz cool, macht mir mega viel Spaß und freut mich natürlich dann umso mehr, wenn es auch gut ankommt und meine Follower das auch gerne sehen. Aber strukturierst du das auch vorher, dass du weißt, okay, in dieser Woche möchte ich vielleicht mal über das an einem Post schreiben oder möchte diese Story machen, das aus dem Training teilen, oder ist es dann eher spontan? Das mache ich eigentlich alles spontan, aber klar, es sind ja auch immer mal Termine, die anstehen, die muss ich dann natürlich schon mit dem Training irgendwie so konstruieren, dass auch alles passt und dass ich das alles schaffe mit dem vielen Training und dass es auch nicht zu viel wird. Wenn ich zum Beispiel mal so einen Shooting-Tag habe, lege ich das immer in eine Woche, wo ich einfach weiß, okay, ich habe jetzt gerade einfach eine ruhigere Woche, dass es dann einfach passt. Ja. Und ich habe eben so 20 Stunden in den Raum geworfen, Training pro Woche, kommt das ungefähr hin oder ist es? Ja, kommt ungefähr hin. Also es kommt immer ganz auf die Phase drauf an. Im Winter trainieren wir schon recht viel, da sind es schon 2 bis 4 Stunden am Tag. Und dann jetzt im Sommer ist es schon deutlich weniger, wenn es auf Wettkämpfe zugeht. Habt ihr dann im Winter eine Trainingspause, also einen freien Tag, der heilig ist, oder 7 Tage die Woche? Nee, wir haben meistens schon, Sonntag ist unser ruhiger Tag, entweder dann nur Yoga oder vielleicht auch mal ein ruhiger Dauerlauf, aber meistens ist es dann wirklich nur, dass wir nur entspannen und uns ausruhen können. Und dann neben den 2 bis 4 Stunden Training pro Tag, wie viel dann nochmal für soziale Medien? Das ist eigentlich ein Fulltime-Job, okay. Da kann man nicht sagen, da mache ich jetzt mal so und so viel, sondern das ist eigentlich rund um die Uhr, dass man da irgendwie was zu tun hat, ja. Alisa, 400 Meter läuft man ja nicht wie die 100. Hast du eine bestimmte Renntaktik, in die du in so ein Rennen reingehst? Ja, auf jeden Fall. Ist auch immer schwierig, so das perfekte Rennen zu finden, weil man eben natürlich schnell angehen muss, aber man darf natürlich auch nicht zu schnell laufen, dass man hinten raus nicht komplett stirbt. Von dem her versuche ich schon, die ersten 100 Meter wirklich gut zu beschleunigen, dass ich auf mein Tempo komme. Die von 100 bis 200 Meter dann wirklich einen lockeren, schnellen Schritt zu laufen und dann nochmal in die Kurve Druck machen. Ja. Und die letzten 100 Meter, wie es irgendwie noch geht, durchzukommen. Und dann denke ich wirklich immer noch so ein bisschen an die Arme, dass ich die locker mitnehme und nicht im Gesicht verkrampfe. Und dann irgendwie ins Ziel zu kommen. Nach 300 Metern geht das Rennen ja dann eigentlich erst richtig los. Ja. Und dann kommst du eigentlich eher über den Kurzsprint oder eher über die 800? Genau, ich komme eher über die 800 Meter. Von dem her muss ich eben im Sprint immer ein bisschen mehr auch machen. Das Lange fällt mir immer einfacher im Training. Ja. Aber das Kurze macht mir mehr Spaß. Und von dem her arbeiten wir da auf jeden Fall auch immer noch dran. Dann könnte ich mir aber auch vorstellen, in Wettkämpfen, dass du dann vielleicht manchmal erstmal hinten dran bist auf den ersten Metern und deine Konkurrentin dann auf den letzten 100 oder 50 Metern erst einholt. Genau, also ich komme eigentlich immer eher hinten raus, muss natürlich trotzdem versuchen, dass ich schnell angehe, weil sonst kommt am Ende auch keine gute Zeit bei raus. Aber ja, das ist von Rennen zu Rennen auch immer unterschiedlich. Also man muss da echt sein perfektes Rennen finden, dass man weiß, wie man perfekt angeht, dass da am Ende auch eine gute Zeit steht. Wir haben uns ja jetzt ordentlich warm gemacht. Was steht noch mal genau auf dem Plan? Also wir machen jetzt 3x 200 Meter mit 15 Minuten Pause und dann noch 3x 100 Meter. Und sind schon recht schnell. Also für mich ist das schon nah am Maximum, sage ich mal. Es soll so eine 24er Zeit werden, von dem her mal gucken. Ich habe das Programm auch noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie anstrengend es wird, aber ich glaube, das packen wir. Die Spikes haben wir an. Ja. Kannst losgehen. Auf jeden Fall. Ich bin auch echt nervös. Mir geht gerade der Arsch auf Grundeis. Wenn man so eine Idee hat und zu Hause auf der Couch sitzt, klingt das Ganze noch recht lustig. Aber wenn man dann hier die Spikes anhat, ich glaube, ich habe jetzt schon einen Puls von 135. Wenn hier geht's.
und dann noch 3x100. Aber mal gucken. Oh. Ich muss mich bewegen. Die 200er haben wir schon hinter uns gebracht. 10 Minuten Pause sind rum, mir fällt es immer noch schwer zu sprechen. In 5 Minuten geht es schon weiter. Knallhartes Programm, oder? Ja, es ist schon anstrengend. Also gerade diese intensive Belastung, weil es halt so schnell ist. Aber ich bin froh, dass es das ist und nicht noch längere Läufe. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die 100er werden. Vielleicht werden die besser. Also in der Kurve ging es noch, da konnte ich irgendwie mithalten, aber hinten raus keine Chance. Und jetzt bei den 100ern. Ich glaube, bei den 100ern hast du echt eine gute Chance, dass du mich abziehst. Schauen wir mal, wie viele, ob ich tatsächlich noch einen schaffe. Doch, auf jeden Fall. Sonst machst du einen weg, aber zwei läufst du auf jeden Fall. Also die ersten 20 Meter ging es noch. Und dann, wenn hier in den Schritt kommt. Also die Trainingseinheit ist brutal hart. Jetzt kommt der letzte Lauf. Es gibt ja immer noch mal eine kleine Challenge. Und deswegen bei den 100 Metern, ja, alles oder nichts. Mal schauen, wer als erstes über die Ziellinie geht. Ich bin auch gespannt, ja. Weil ich glaube, auf 100 Meter beim letzten hast du echt noch mal eine gute Chance, mich jetzt abzuziehen. Aber man muss sagen, ich habe ja jetzt einen auch ausgesetzt, weil nichts mehr ging. Ja, stimmt, das ist meine Ausrede. Ja, es wird schon echt hart. Jetzt gerade die ersten Meter, wenn ich die Beschleunigung merke, ich komme einfach nicht mehr los. Mal gucken, wie das der letzte wird. Wir packen es. Bevor es mit der Folge weitergeht, muss ich erstmal ein bisschen was für meine Regeneration machen. Blackroll hat vor einiger Zeit die Twin-Faszienrolle rausgebracht und dazu auch einen Einsatz für alle 30 cm von Blackroll, den Booster. Und was es damit auf sich hat und wofür das Ganze gut ist, zeige ich euch jetzt. Standard-Faszienrolle von Blackroll ist ja eine durchgängige Ebene, hat hier keine Aussparung, was meistens auch recht praktisch ist, weil man eine große Fläche damit bearbeiten kann. Aber es gibt auch bestimmte Punkte, für die das nicht ganz so geeignet ist. Zum Beispiel, wenn man die Wade oder den unteren Rücken bearbeiten möchte. Ich finde die Twin-Faszienrolle extrem gut für die Bearbeitung der Waden und auch zum Teil Übergang von der Achillessehne, weil gerade nach schnellen Tempoläufen, vielleicht auch mit Spikes auf der Bahn, sind meine Waden immer mal fest, was dann auch zu Problemen an der Achillessehne führt. Und mit der Twin und dem Booster als Einsatz kann man dem super entgegenwirken. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich habe jetzt wirklich alles da reingehauen. Ja, die ersten 50 Meter waren mega. Ich bin voll hinterher gelaufen und auch wieder okay, tschüss. Und habe ich gemerkt, dass du ein bisschen fest geworden bist. Ja, weil ich habe dich dann gehört, die Schritte. Und dann will man dann, du musst... Ja, dann hat man längst verkrampft, Mann. Boah, nee, war aber... Eine richtig coole Challenge. Also. Ja, fand ich auch. War echt cool, dass du heute mal mitgemacht hast. Musste nicht alleine laufen. Hat echt Spaß gemacht. Und ich glaube, jetzt wenn man sich auch das Video anschaut, man sieht so ein Stück weit, was es heißt, für die 400 Meter zu trainieren. Ja. Das ist ja eine Einheit von vielen in der Woche. Beziehungsweise bist ja jetzt auch in der Saison. Zwischen Wettkämpfen und es ist, wenn man es erst mal vor der Trainingseinheit hört, 3x200, 3x100 Meter, 15 Minuten Pause, das ist machbar. Ja. Ich habe schon nach dem ersten 200er gedacht, auf was hast du dich hier eingelassen. Es ist eine brutale Einheit und Hut ab,
vor dem Trainingspensum. Ja, man muss es mögen, über seine Grenzen zu gehen und sich zu quälen. Aber ich finde, wenn man zusammen trainiert und zusammen läuft, dann macht es auch irgendwo Spaß. Ja, also, absolut. Das Gefühl danach ist schon cool. Auch wenn man so ein bisschen, ja, ein Stück weit vielleicht nervös ist, schaffe ich das jetzt, die Einheit oder nicht. Und dann hat man es doch tatsächlich gepackt. Ist ja auch immer, man kann so einen fetten Haken dran machen. Auf jeden Fall. Cool. Auf jeden Fall, ja. Haben wir gut gemacht. Ja, finde ich auch. Ich glaube, 3 Stunden Training liegen jetzt hinter uns. 3 200er, 3 100er. Für dich, für mich 2 100er. Ja. Knallhartes Trainingsprogramm. Dein Fazit zu der ganzen Sache? Härter als gedacht. Also ich dachte, es wird ein bisschen entspannter. Aber ich habe es so auch noch nie in der Art gemacht. Von mir wusste ich auch nicht genau, was auf uns zukommt. Aber es war schon anstrengend. Also gerade irgendwie, mir wurde dann zwischendurch echt ein bisschen übel. Und ich hatte Kopfschmerzen. Vom Laktat ging es jetzt bei mir noch. Aber es war schon gut anstrengend. Ja, ja. Ich musste ja auch den zweiten 100er aussetzen. Ja. Sonst wäre das mit der Challenge überhaupt nichts mehr geworden. Und ich muss sagen, die hat nochmal unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe wirklich alles gegeben, gerade auf den ersten 40 Metern. Aber hinten raus hatte ich absolut keine Chance. Ja, hat echt Spaß gemacht, dann nochmal an dir vorbeizuziehen. War echt cool, weil ich dachte echt, du bist nach 50 Metern warst du ja schon so weit weg. Aber hinten raus hat es dann auch knapp gereicht. Bei dir steht jetzt diese Woche noch ein weiterer Wettkampf an, oder? Nächste Woche dann, nächsten Dienstag. Das ist quasi nochmal die letzte Chance, sich für die Olympischen Spiele nochmal zu empfehlen und hoffentlich dann auch zu qualifizieren. Mal gucken. Und dann hoffe ich, dass ich da noch mal eine schnelle Zeit rennen kann, weil ich noch nicht so ganz zufrieden bin mit meiner Saisonbestleistung und ich hoffe, dass ich da noch mal eine Schippe drauflegen kann. Dann viel Erfolg. Dankeschön.